Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rade am Mittwoch zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Moinsen, ich schau gerade noch beim Hexer nach. Ja, Moinsen! Wir haben weitergearbeitet, wir haben kurzes Zeichen. Alles angesehen. Wir haben alles angesehen, es ist überall Mais drauf, alles doppelt gedüngt, kein Unkraut, alles so gut wie reif. Das wackelt noch ein bisschen. Und ja, wir haben fertig gemacht. Wir haben tatsächlich, wir werden auch unsere kompletten Wiesen, also ob es jetzt die Kuhwiese ist, ob es jetzt Wiese 34 ist, ob die kleine ist oder am Hof, haben wir alle gemäht und zusammengeschwadet normalerweise. Sind die Messer scharf? Auch, ja. Ja, sind sie. Haben wir hier alles zusammengeschwadet. Da steht auch schon eine Pickup für einen Häcksler am Händler. Und dann können wir das alles hier schön installieren. Und ja. Wir haben auch, ihr seht, wir haben 432.000, das kommt davon, weil wir die Zuckerrüben in die BGA reingehauen haben und davon haben wir Kohle gekriegt. Knapp 205.000, glaube ich, waren es, oder? Ja. Und es waren ungefähr 212.000, glaube ich. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Und die Heuballen, also wir haben normale Wiesen gemäht und die Heuballen haben wir auch nochmal verkauft und da hatten wir dann auch schon so um die knapp 205.000 Euro. Dann von denen zum Schluss rausgekriegt. Sebi hat es schon für seinen 6M den umgeskinnten Krampe geholt. Und ja. Ich werde jetzt mal ganz kurz. 6R. Was hab ich gesagt? 6M. Achso, ich bin 6M halt gewohnt. 454 Euro haben wir von der BGA bekommen. Okay. Ich werde mir jetzt nochmal einen Anhänger kaufen und zwar einen Annaburger. Es ist kein Mod, es ist Standard und zwar den. Kauf aber gleich nochmal den Ding. Feedliner. Shootmaker. Michelin müssen drauf, Abdeckung muss drauf. Warte mal, wo fahren wir überhaupt hin? Ich würde sagen, wir fangen bei Feld 16 an, oder? 16? Ja. Ganz weg? Du stehst mir gerade komplett im Weg. Flipsi, was soll ich jetzt nochmal machen? Wir müssen anders raus. Und fahren mal länger. Flipsi, was soll ich nochmal kaufen? Oder noch irgendwas? Was soll ich noch irgendwas mit Shootmaker? Verkaufen. Also verkaufen. Den Shootmaker. Sollen über Menü oder hinfahren? Hinfahren, bringt mehr. Okay. Wo steht denn der drin? Dann fahren wir den mal darüber, ne? So, ach nee. Du kannst aber auch den HP nehmen, Max. Der hat nicht viel weniger. Am Ding. Rückwärts. Abbremse. Ja, Leute, falls ihr euch denkt, wenn ich jetzt ein bisschen lauter bin, das kommt daran, weil tatsächlich Windows ein Update gemacht hat und das hat natürlich den kompletten Plan von OBS über den Haufen geschmissen, man kennt's. Kam da schon in der Folge. Echt? Ja. Ja. In der Form. Software, glaube ich. Jo. Okay. Ja. Das war eine Folge. Dann habe ich es halt nochmal gesagt den Leuten. Doppelt hält besser. Ja. Oh Gott, Auto. Wo ist Philipp Lahn? Links. Nein, rechts meine ich. Rechts. Der Schuldmaker steht doch normalerweise da, wo der Dingens drin steht, oder? Oh, warte mal. Ich glaube, Ja, stimmt. Bei der Saatgutproduktion ist der da drinnen. Ja. Flo. Ja. Nee, der Schuldmaker ist hinten bei die Seemaschinen. Was ist da ich glaub, ich muss da glaube ich noch einen. Ja. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe auf jeden Fall mal einen Betra gefunden. Ja, ich auch gerade. So. Mach mal die Warnblinkanlage ein. Alles hier drin ist so wunderschön gewaschen, bis auf der Tiefenlockerer. Der muss so. Der muss so. So, dann bringen wir den Kollegen nochmal schnell weg. Wahrscheinlich auch nochmal so um seine. Ich schau mal kurz nach. 30.000 bringen noch. Was treibt ihr denn? Ich bin. Also. Ich muss noch was schwaden. Fehlt noch ein bisschen. Ich findet ihr den Auflieger, den ich euch beklebt habe? Schön.
Also ich bin dann gleich mal, also Flo. Ja. Wenn du da bist, kannst du deinen Fan abstellen und Heckler fahren. Nee. Doch, weil ich muss noch schwaden. Oh nee, du. Ja, okay, gut. Flo, dann willst du schwaden, dann fahr ich Heckler. Nee, ja, gut. Ich tu häckseln. Ich stell dein. Also ja, stell einfach den Feldweg ein bisschen rein. Dann muss ich hier schnell drehen. Ich muss jetzt da, ja. Schieben wir jetzt mal so. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt so ungefähr 2-3 Anhänger voll. Ich glaube, ich habe irgendeine Saatgutpalette mitgenommen. Egal. Egal. Werden wir auf jeden Fall jetzt im normalen LS häcksen, damit ihr das auch seht. Und dann halt werden wir umsteigen auf Timelapse. Und ich bin jetzt ein bisschen blöd hängen geblieben an der Kante. Kann aber auch der Big Bad gewesen sein. So, die Klappe auf. Ah, da steht ja der Big Bad. Ganz wunderbar. So, ich hoffe, ich habe ihn weit genug nach hinten geschoben. Zack. Leute, ich bin am Schwaden. Kann mir mal kurz jemand sagen, wieso ich eine Saatgutpalette konfigurieren kann? Nein. Ach, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Wieso ist jetzt die im Trigger? Ich habe bis heute nicht mehr gewusst, dass man eine Saatgutpalette in den Trigger reinpacken kann. Ich schicke mir jetzt einmal kurz weg. Stoch weg dran, jetzt momentan. Ist schon weggeschoben, ich habe ein Frontgewicht. Jetzt nehme ich den Feld. Ich weiß nicht, ob das Gestell das so gut aushaltet. Also. Reparieren. Und verkaufen. Oh, da bringt auch nochmal knapp 40k. Ja. Im Menü habe ich 7,35, also. Hat schon was gebracht. 4000 bringt es dann doch, ne? 4000? Du meinst 40.000? Ne, dazu meine ich. Ach ja. Ja. 4000 mehr. Wenn man sich denkt, 4000 Euro mehr bloß für das, dass man vom Hof zum Händler gefahren hat, ist schon nicht schlecht. Hier steht eben auch die Pickup. Die haben wir uns auch nochmal gekauft. So. Hochleiter Flo, wir müssen. Wo seid ihr denn? Erstens, ich komme, zweitens, ihr seid Feld 16, okay. Du hast gesagt Feld 16, also bin ich Feld 16 gefahren. Ja, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob ihr euren eigenen Kopf gehabt und dachtet, ach, wir fahren dahin. Nein, ich höre ja auf meinen Chef. Das hat auf meinen Chef! Ja, ich google. Oder der Chef sagt, ja, dann ist ihm egal, dann gehe ich meinen eigenen meinem eigenen Ach, wie viel hast du noch zu schwaden? Ich bin dabei zu schwaden, ja. Also nur noch Kugels, oder? Ja, okay. Das war's. Ja, das geht klar. Weil ein Abfahrer wird ein bisschen happig. Aber wir müssen ja nur vorne und hinten Vorgewände machen und dann können wir eigentlich den Helfer reinballern. Jo. Also ich bin schon mal außen rum gefahren. Okay. Richtig, gleich hätte ich, dass ich dich fülle. Der Ufer hinten. Und Umleuchter an. Und dann geht's ran. Ja, hat mir das gut. So. Dann machen wir mal den Tempo und der Ballern. Vorgewende oder machen wir. Wir fahren jetzt einmal. Wir fahren jetzt hier vorne 2 oder 3 Bahnen und dann können wir eigentlich den Helfer reinhauen. Hier vorne. Ja, also hier vorne 2-3 Bahnen, hinten 2-3 Bahnen. Dann helfen. Ja, seh wie du blinkst schnell. Ja, das ist halt wegen meinem Lenkrad so. Die Seitenkonsole krieg ich erst heute wahrscheinlich, wenn laut Sendeplan. Also stimmt, das kommt ja am 4. November die Folge hier, ne? Ja, da hab ich wie gesagt. Geburtstag. Leute, alle in die Kommentare schreiben alles Gute. The birthday to you, Marmelade Intro. Achso, wir müssen ja so singen. Nee, Jungs, singen denn mal nicht. Warum nicht?
wenn der flitzig und sinkt, dann muss man ja schon aufpassen, wie man fährt. Warte, ich schick nochmal zurück. Stück. Geht denn das Ding hin? Okay, geht. Okay, das ist ein bisschen tief. Das hat ein bisschen weggeschossen gerade, ne? Nein, ganz. Jungs, was macht ihr da? Macht den Häcksler nicht kaputt, ne? Den brauchen wir doch. Ich bin nur der Abfahrer, ich kann nichts kaputt machen. Schlimm, die Bier am öfter schon. Ja, scheiße, ich das Häcksel gut. Wollte nur nicht, wollte unbedingt zu meinem Hänger, ist aber irgendwie auf die Straße übergeflogen. Also, ja. Wie viele Bahnen jetzt? 2 oder 3? Wir machen 3, weil 2 wird ein bisschen eng. Ja. Deine Aussage, du bist bloß Abfahrer, du kannst nichts kaputt machen, ist falsch. Ist so. Du kannst doch beide einlenken, dann rennst du jetzt dann Reifen weg. Du kannst. Ja, aber ich kann nichts am Häcksler kaputt machen, außer ich fahre in den rein. Bist du den Auflieger? Wenn schief ist und rutschig, dann rutscht deine Hänger rein. Kann auch passieren. Ja. Ist alles schon gegeben. Fahren wir jetzt nach vorne oder bleiben wir erstmal hier hinten zum Häcksel? Wir fahren jetzt einmal nochmal nach vorne. Also beziehungsweise nochmal einmal Vorgewende. Oder beziehungsweise heißt Vorgewende. Und vorne halt nochmal eine Bahn. Und damit können wir eigentlich eine Längsbahn machen. So, fahrst du mal kurz den Auflieger weg? Ja. Aber wie findest du den überhaupt? Habe ich gerade vorhin schon gesagt, schön. Also die Farben hast du gut getroffen. Ja. Der kann noch ein bisschen leuchten, wenn man mit dem Leuchtmittel dagegen hält. Leuchtmittel, Taschenlampe. Stell den bitte nicht so weit weg, ich benutze den ja jetzt gleich. Ja, ja. Oder? Er fährt den in Bougie rein. Nee, in Bougie steht er noch nicht. Da bin ich gerade eingeloggt. Hat gerade sie an, meinen Lack, gell, Sebi, ich sag's dir. Du zahlst mir eine neue Lackierung. Ja, nur ein S, der egal, wie kaputt geht, der Lack. So. Es ist schön zum Hexen. Ja, ja. Lang hat man es nicht mehr gesehen. Und jetzt kriegt er eine volle Packung ab. Ja. Ich hab sogar gesagt, wir häckseln Gras mit. Dass wir gerade häckseln. Nämlich der Flieger regt mich wieder auf. Was? Lele. Ja, hat er mir gerade aufgelegt. Hat vielleicht gespeichert. Ja. Das ist möglich. Fahren wir jetzt vor oder willst du noch mit dem Vorgewende? Nee, das Vorgewende müsste jetzt reichen. Wir fahren jetzt einmal ganz hinter wieder. Also ganz vorne an die Einfahrt. 2 bis 3 Mal Vorgewende und dann. Das ist an die hintere Einfahrt, fahren wir jetzt. Ja, genau, also so wie ich, wir fahren jetzt genau hier entlang für dich. Also du musst quasi hier anfangen. Ich dachte, wir fahren hinter. Deswegen habe ich schon zusammengeklappt. Da musst du auch nicht zusammenklappen, wir sind auf dem Feldweg. Der nebenan ist der gekuppert, ich weiß nicht. Sondern ich fahre jetzt hier außen hin. Müsste er soweit schmeißen können, normalerweise. Ja, den Baum kann er irgendwie auch schmeißen. Bin nur gespannt, ob er mich weiter hinnimmt oder einen anderen. Egal, dann mit einem anderen. Fahren wir weiter, alles gut. Ich nehme kurz einen anderen. Das ist wurscht. Bis aus deinen Trigger raus drin. Okay, so. Bisschen stehen bleiben und Tempomotor. Naja, so ist ehrlich, ich bin gleich voll. 98, 99 und voll. Spring dann mal schnell in das Fahrzeug mit dem Auflieger rein, dann haben wir nicht so lange Standzeiten. Ja. Bin auch gleich da. Ja, dann kannst du den Hexen übernehmen. Ach du Scheiße, du kommst ein Fendt. Ich habe Angst. Ich bin jetzt aber mal kurz in den frisch angesehenen Film vom Nachbarn gefahren.
Hat keiner mit Scheiße, den geht auf mich. Ich komme. Ich fahr jetzt einfach mal mit dem. Oh! Ich werde einfach Glück haben. Ja. Ich werde einfach mal mit dem Sparda in den Stock fällt. Ja. Das muss er verkraften. Nein, der ist nichts gesagt haben, aber mich hat gerade ein Auto gerammt. Ich bin hinter dir, ne? Also. Flo! Der hat vielleicht schlafen wollen, der hat gesagt. Ich will jetzt lange Standzeiten haben. Was ist los? Du sollst meinen Johnny nehmen. Ach so. Das Baby will jetzt stehen bleiben. Ja, warte mal. Der MB-Truck war ein bisschen müde. Ja. Der hat sich hingelegt. Ja. Ungewollt. Ja, das haben wir beim Vorbereiten auch gesagt. Nur mit dem Auto. Mann, schon viel. Hey, Alter, wir haben fast 400 Krane. Also. Ja. Da nicht. Ich bin fast ab daheim. Da muss ich nochmal Johnny wegfahren, dann kann das abgehen hier. Ja. Also wir richten jetzt alles her, bis dass der Helfer arbeiten kann und dann geht's los. Jo. Oh, das ist so schön. Ehrlich du. Oh, da ist ein bisschen Holper drin. Alter, ich bin im Hof, ne? 14 FPS. Angenehm. Ich muss echt schauen, dass ich eine 1080 oder sowas hole. TI oder sowas. Ich glaube, ich hole mir sogar eine 2080. Ich bin am Hof. Yay. Wir fangen ja bei unseren Silos eine BGA oben an, oder? Ja, ne? Ja. Ja. Gut. Ja, würde ich auch sagen. Rohr, bitte hat keine Kollision. Sebi. Und das Rohr hat natürlich Kollision. Sebi hat ihn kaputt gemacht. ich hab den Beweis, ich stand daneben. Der Werkzeug ist gekommen und in den Hammer auf den Ausfall. Nee, den boll ich selber aus. Immer der Fahrerbolten aus. Ich fahr jetzt ein bisschen in den Acker nochmal rein. Du hängst immer noch. Hast du diesen Baum? Klapp doch einfach dein Rohr kurz ein. Darf ich mir kurz die Kettensäge nehmen? Klapp doch einfach dein Rohr ein. Jetzt geht's. Oder so. Oder man macht einfach riesen. So, der MB-Truck steht. Der Johnny springt an wie ein Kätzchen. Aufheben beides. Warnblinkerei. Ja, pass auf, hier kommt noch ein Baum. Warte, ne? Also. Gott, ich fahr ein bisschen also, vor. Seh mir, wenn du willst, also. Ich du kannst gerne im Hexen bleiben. Ich nehme meinen anderen Johnny. Dann klapp ich kurz zusammen. Ich fahr kurz bis hinterm Baum. Vorsicht, ich klapp wieder aus. Ja, ist gut. Ich bin unterwegs mit meinem Johnny und den Malspurreifen. Auf dem Gehweg steht zwar 40 drauf, ich fahr 63 Meter. Genau. Wieso steht da 40 drauf? Das ist ein Gewicht. Fahr mal kurz hinter mich, Flo. Keine weiteren Fragen. Ach so. Ja, bis dann. So. Also hier fahren wir jetzt noch ein paar Mal so rum und dann. Also wir fahren hier auch nochmal drei Bahnen und dann kann eigentlich alles da. Ja. Steig aus dem Johnny aus, ich geh dann rein. Ich bin draußen. Tap, 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 tap. Schnell. John Deere. Da ist er. Und dann düse ich gleich mal hoch zu uns. Der Polis bleibt ja da. Ich komm da noch raus. Ich komm da noch raus. Philipp, ja. Wenn der Polis bleibt, er hier. Geil. Ich fahr ihn. Ich weiß. Na, hoffentlich wollte ich ja eigentlich an meinem LKW haben. Ja, ich glaube, das werde ich sofort haben. Glaube ich auch nicht. Ich schalte die Vorwärtsrückverschaltung frei. Ich schalte die Schaltung frei. Ich mache jetzt aus dem Hexer eine Automatik-Hexer. Vorsicht. Weil es mit Auflieger fahren ist, glaube ich, nicht so deine Stärke, oder? Auflieger nicht, aber Drehschimmel. Deswegen kriegst du einen Drehschimmel von uns. Oh,
Nee, ich nehm schön brav. Der Schimmel wäre viel zu klein, unsere Größe. Na gut, wir haben dann 30.000 Liter drin, Schimmel. Stimmt auch wieder. Wir haben zwei. Genau. Langsam. Ich weiß, aber... Oh. Wie viel hast du so drinnen? Kannst du auch selber nachschauen. 80% jetzt dann. Flo? Ja, also ich nehme mal dann... Flo, richt mir da, dann mal bitte den Ding her, den Cave mit dem Harvey. Wenn du Zeit hast. Ja, ich bin gerade am Hof. Ich fahr schon in unsere Lücke rein. Weiß ich nicht, weiß, das ist unsere Lücke. Gehen wir nochmal zurück? Ja, würde ich schon sagen. Ja, kannst du deinen Helfer ansetzen, Philipp? Johnny kommt nicht vom Fleck. Wieso geht denn die Dolly hoch? Übrigens, ich hab gestern ein bisschen weit gearbeitet, wie wir haben. Verstehst du, das für ein Scheiß? Wenn ich... Und... Ey, ist auch Dolly. Hallo? Jo, Jungs. Die Mission ist Dolly! Weg. Jungs, es gibt was Wichtiges. Ja. Die Mission ist weg. Was? Die Mission ist weg. Wir haben die letztens beendet. Ja, aber wir waren noch nicht fertig. Haben wir überhaupt Geld dafür kassiert? Ich habe noch einen, also ich habe noch 23.000 Liter hier drin jetzt im LKW, aber die Mission ist weg. Warte mal. Heißt es behalten? Ich guck schnell nach, warte. Kann man das irgendwo nachschauen? Ja, nochmal nachschauen. Kosten, nein. Verkaufte Milch. Verkaufte Fahrzeuge, neue Fahrzeuge. Wir haben uns nicht gekriegt. Das schreiben wir uns gut. Ach komm, wieso, hä? Weil ob die jetzt einmal weggepackt ist. Scheiß. Der braucht eine andere Dolly dafür. Ja, ich fahr schon unsere Main vom Feld runter. Das ist blöd, das ist richtig, richtig blöd. Also wir wissen, sie hat 85.000 gegeben, glaube ich. Soweit ich weiß. Ja. Und den Rest für die Kartoffeln schreiben wir uns auf. Eine andere Dolly, weil also die da waren... Ich muss jetzt kurz überdenken. Also da waren noch locker 50.000 Liter an Kartoffeln. So, jetzt gib mir den... Gib mir den Traktor! Wechsel! Dann mit mir schnell eine andere Dolly, weil die hier krampft. Ich wechsel den dann, wenn ich abgeladen habe. Okay, ist da. Ich würde sogar sagen, dass wir die Dolly tauschen. Ja, soll ich gleich zum Händler fahren und ab und ein neues ankuppeln? Ja, ich hab die steht da. Also Jungs, wir müssen uns 85.000 von der Mission gut schreiben und dann haben wir 70.000 Liter an Kartoffeln. Dann sind wir wieder auf dem Stand, was wir erhalten hätten. Viel? 85.000 Geld, was wir von der Mission gekriegt hätten und 70.000 Liter Kartoffeln. Also 50.000, 20 sind jetzt knapp im Anhänger noch drin oder im Auflieger. Jetzt und noch wie viel? Weil ich habe 5.800 gemacht, gell? Scheiße. Ich habe 8.500, ja. Oh, wie haben wir den denn niemals da? Oh nee, du. Hoppala. Das bisschen blöd, komm schon. Alter, wir parken den nie wieder da rein. Ist er noch an? Kann man ganz kurz jemand F11? Aktimel heißt das. Danke. Ja. Ich fahr mal deinen Fendt. Jetzt komm ich selber nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich ihn fahren darf. Nein. Dein Case ich ist schon mach bereit. Schon Flo, geh zu deinem Fendt. Hallo. Bitteschön. Danke. Gerne durch. Ich verkauf dann den Dolly direkt am Händler. Ja, mach das, weil die Dolly ist ja Krankheit, also. Was waren das für eine? Es war die eine Reisdolly. Und ihr sagt, die darf nicht mit dem LKW abfahren. Ja, man muss normalerweise auch nicht. Da kann aber doch die Dolly nichts für. Mit dem LKW wäre man nie auf die Idee mit dem Dolly kommen. Mit dem LKW kann man aber auf keinen Silo hochfahren. Geht einfach nicht, außer man steht rückwärts. Außer wir stehen mit dem Johnny vor dem Silo, dann hänge ich kurz ab, dann fahre ich kurz abladen, dann hänge ich wieder um. Viel zu viel Aufwand. Ah, das? Ja, das würde sehr... Die Frage ist, ob wir überhaupt mit dem Auflieger auf Silo raufkommen. Im Flachen jetzt schon noch.
Ach, die Synchro ist wieder optimal, ich habe ein Loch. Och das, nee. Da wo ich aber drüber fahren kann. Okay. Der HW-Hänger, der ist schon, der war schon kein schlechter Kauf. Ja, der schon. Keiner hat das gesehen. Vor allem der Case passt da richtig gut davor. Finde ich jetzt. Ist runter. Meine persönliche Meinung. 6 Kameran passt. Okay, und abladen. Leute, ich habe schon abgeladen, das ist nur die Synchro, was ein bisschen nachdauert. Bist du vielleicht die Pelle? Egal. Ist inzwischen schon da? Nö. Cool, bei mir schon. Ah, jetzt ist es bei mir auch da. Oh, schön. Oh, guck dich da an. Mm, herrlich. Herrlich. Ey, hallo! Hallo! Oh, schnell rein hier. Hi, ja, da wollte man den dann klappen. Ich schwebe, ja. Nee. Der Case steht zwar hier, ne, aber. Oh, Jungs. Alles gut bei euch? Ja. Okay. Wollt nur nachfragen. Also. Oh. Ich verkauf schnell. Der Glad hat den Case geknutscht. Ich verkauf schnell den einen Dolly. Jo, mach grad. Erst reparieren, dann kriegen wir noch nicht mehr Geld dafür. 9 Euro. Und dafür 11.850 für die Dolly. Du bleibst, der bleibt doch. Ja. Halt der Beifahrer? Der Beifahrer. Ich fahr mal mit dir. Wer hat Beifahrer? Ja. Mein Johnny, mein Alter. Ich dachte Beifahrer. Lass keinen ziehen. Flo, kommst du dann mal mit, also ans Feld ran? Junge, ich bin gerade der einzige Abfahrer. Ich düse schon mit 65 in der Ortschaft längs. Der Case steht da. Oh Gott. Wollte ich gesagt haben. Will ich dann wissen, was ich hier mache? Ich habe mal kurz meine Freunde besucht. Ja. Nicht hinschauen, Flo. Nee, ich bin elegant mit 50 zwischendurch gebraust. Ja, das hat man gesehen. Könnte es mal wieder fies sein, ne, und den Hänger zurücksetzen. Ja, schon war es letztens. Solange er nicht von mir ist, ist alles gut. Ich habe genau deinen Ausgabekopf los. Solange er nicht voll ist, boah, das ist, auch ist auch alles. Ey, das ist wenn schon. Ist es mir egal. Ich will es nicht sagen, ne, aber es sind auf der Karte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 Felder mit Mais bestellt. Achso. Haben die uns alle nachgemacht, oder? Oh nee. Das verkauft von. Leute, wir haben es geschafft. 7 Stunden auf meinem Feld. Ja. Leute, habt ihr Bock? Feld 28. 28. Ganz am Ende vom der Karte. Ich sehe den. Ich habe nichts dagegen. Also. Nee, wir müssen Feld 1 holen. Stimmt, da ist auch Mais drauf. Leute, es ist das Unglaubliche passiert. Feld 1 wurde mal mit Mais bestellt. Und nicht mit Weizen oder Gerste oder. Darf ich? Was? 166.000. Feld 1. Darf ich kaufen? Ist mir egal, du kannst es gerne kaufen, also. Das hat mir schon lange mal vorgehabt. Ist gekauft. Aber wir haben immer noch 316.000, das ist so krass. Ist Synchro richtig gut. Achso, der Fisch steht doch hier. Ja! Sogar extra die Mutter schon eingeschaltet. Also bin jetzt jeden Traktor einmal gefahren. Das geht sich nicht aus, schade. Also Leute, wir hauen jetzt, ich hau jetzt hier einmal nochmal die Case voll. Und dann werden wir wahrscheinlich übergehen in Timelapse. So. Bin wieder doch. Vorgewende passt, ja passt. Soll ich den Case noch voll machen oder?
könnte ich dann auch machen. Ja, dann fahre ich Häcksler. Dann bin ich jedes Fahrzeug einmal gefahren. Ich mache jetzt einen Helfer rein, hätte ich gesagt. Okay, ja, dann machen wir jetzt gleich schon die Timelapse, weil ich müsste jetzt ein bisschen warten. Und das machen wir dann gleich weg. Dann sehen wir uns, wenn dann am Ende der Folge wieder oder wenn es irgendwelche Komplikationen oder Zwischenfälle gibt. Chances, I don't care, I'm fine, I'm fencing brighter. Yeah, 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 oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you.
So, die Timelapse sind zu Ende für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten, gut gefallen. Wir haben schon einen Teil mehr oder weniger geschafft. Und ja, aber wie gesagt, wir sind für heute fertig. Jetzt kommt natürlich die legendäre Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Den roten Knopf unten drauf färben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war von mir. Dann wünschen wir allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis zum Samstag. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.